Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Dino Crisis 2 Replay. Ja, mit eurem Sour Jumper und es geht jetzt weiter, Leute. Endlich, das Tutorial haben wir so gesehen abgeschlossen, mein eigenes. Es sieht aus wie ein sehr altes Schild. Militäreinrichtung geradeaus, Raketensilo. Diese Route wurde aufgrund ungewöhnlichen Giftpflanzenwachstums geschlossen. Es ist geplant, die Pflanzen zu Beginn der nächsten Woche niederzubrennen. Genau, da können wir noch nicht weiter. Ich kann euch das, glaube ich, schon mal zeigen, oder? Sie ist von der anderen Seite aus verschlossen und kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Okay, da kommen wir später also erstmal hin. Genau, wir hatten ja jetzt eben was gesehen. Da ist ja jemand abgehauen. Mit einem Motorradhelm oder was auch immer. Und da oben ist natürlich ein Item für uns. Das nehmen wir natürlich erstmal mit. Na, was ist es denn? Blutstillmittel? Nee? Oh, nicht schlecht. Ja, ob wir das brauchen, keine Ahnung. Das ist ein Wassertank. Die Oberfläche ist stark korrodiert. Kein normaler Rost ist wohl eher vom Regen in dieser Welt verursacht. Okay, hier steht nochmal dasselbe. So. Schön und gut. Ja, also, dieses Spiel, ich weiß nicht. Ich frage mich bis heute, warum die Teil 3 verkackt haben. Passage zur Militäreinrichtung 1. Vor allem mit der Kameraperspektive, also... Da kann doch was nicht stimmen, oder? Wir haben ein Konter hingelegt. Ich wollte natürlich gerade nochmal ein Konto, aber... Konto, ja. Konter. Gerne hinlegen, aber habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Ja, manchmal muss man echt aufpassen, wenn sie da rausgesprungen kommen. Ich höre jemanden. Oh nein. Alter, sogar Konter, korrekt. Was? Ist ein Jeep zum Transport von Material. Sieht aus, als sei es seit Jahren nicht bewegt worden. Ein Teil des Sounds wurde durch den riesigen Dinosaurier beschädigt. Der hier durchlief. Vegetation mit extremem Wachstum hat das Gebiet bereits befallen. Ja, ich durchsuche so ein bisschen, damit wir dann ein bisschen was finden. Ja, steht nochmal dasselbe. Ich habe so ein Gefühl, von hinten wird jetzt auch noch gleich ein Gegner kommen. Oh, sogar drei Stück. Die sind alle jetzt über den Haufen geschossen worden. Aber ihr merkt schon, man ist nicht nur im Dschungel. Also man findet auch noch gewisse Bereiche, wo dann mehr als nur... Was? Nein! Warum will der denn auch mit Quadrat aufheben? Das ist mir jetzt ein Rätsel. Egal. Scheiß drauf, Leute. Wir können ja sowieso nicht viel mittragen. Ich weiß jetzt gar nicht, was war das eigentlich, was wir da aufheben konnten? War das jetzt ein mittleres oder ein kleines? Moment, ich muss nochmal gucken. Ja, das sieht aus wie ein kleines, oder? Dann können wir nämlich ein kleines verbrauchen. Ah, nee, das war ein mittleres. Doch, wir haben Platz. Ah, korrekt. Dann können wir es... Ja, das ist ein mittleres. Das kleinere haben wir jetzt benutzt. Ich glaube, wir haben jetzt wieder volle Energie. Ich habe jetzt gar nicht... Ja, genau. Wir haben volle Energie. Was? Unrat blockiert den Pfad zum Tunnel. Dort scheint auf einigen Betonstücken eine Art Moos zu sein. Ja, mehr gibt es da leider nicht. Aber wie gesagt, man muss manchmal solche Sachen anquasseln. Schnell, bevor er seinen Schwanzhieb ausführt, der so hart ist. Ja, müssen wir echt aufpassen. Man hört schon die nächsten Gegner. Oh. Aber wir brauchen auch ein bisschen Punkte, deswegen, wir müssen da leider durch, ob wir wollen oder nicht. Komm her. Nein, oh, warum hat er denn nicht getroffen? Normalerweise trifft er doch in so merkwürdigen Situationen. Na toll, ich bin zu oft getroffen worden, jetzt kriege ich keinen extra Bonus. Passage zur Militäreinrichtung 2. Oh ja, hier kommen auch noch ein paar Gegner. Immerhin, greifen sie meistens dann nicht an, wenn man gerade so merkwürdig in Bewegung ist. Aber ich wusste, dass da einer ist. Und hier auch. Ich finde das voll cool. Oh nein, warum hast du den angegriffen? Man kann im Übrigen auch aussuchen, wen man angreifen will, indem man, glaube ich, Zielen gedrückt hält und dann, ich glaube... war das L1 oder L2 oder R2 irgendwie so? Das funktioniert definitiv.
Nur, ja, in diesem Spiel, da muss man echt Reflexe dafür haben. Also das ist wirklich nur für die Pros unter uns. Alter. Also was heißt unter uns, ne? Wenn es überhaupt unter uns so ein Pro gibt. Ja. Ihr merkt schon, man darf sich echt nicht umzingeln lassen von diesen Viechern. Und ich liege jetzt gerade auf dem Boden. Man muss manchmal echt gemeingefährlich aufpassen, wenn man auf dem Boden liegt. Es gibt gewisse Dinosaurier, die können auch einen angreifen. Wo ist der denn jetzt abgeblieben? Habt ihr es gesehen? Alter, er hätte mich fast erwischt. Komm, ich will die Kombo aufrechterhalten. Schnell, komm. Immer wenn man switcht. Oh nö, ich hatte die Möglichkeit. Oh, ich habe beide getroffen. Ist der jetzt... Nee, der ist nicht tot. Aber der. Komm. Beschädigte Gegenstände liegen zwischen den Zellteilen. Vielleicht wurden an diesem Ort Feldübungen abgehalten. Ja, wie es aussieht. Hier steht nochmal dasselbe. Keine Dino-Dateien. Ich hätte mal ein Lösungsbuch... Ich hätte es studieren sollen, Leute. Aber wer hat da schon Bock drauf? Seid mal ehrlich, man zockt doch lieber. Okay, gut. Machen wir mal weiter. Militäreinrichtung Vorderseite. Ja, wir müssen aufpassen, er kann relativ viel Schaden machen. Was man noch zu ihm sagen kann, könnte, ich weiß nicht. Das ist ja unser Freund, ihr kennt ihn ja noch. Aus Teil 1. Nur hier ist er halt blind. Auf einem Auge. Dass direkt die Action hier abgeht, ist, ja, wohl irgendwie klar, oder? Wir haben ein großes Medipack, das ist ja schon mal gar nicht verkehrt. Ich kann jetzt mal schauen, wir haben ja jetzt noch ein mittleres oder beziehungsweise ein kleines. Ich glaube, ich werde das jetzt einfach mal benutzen, weil sonst haben wir wieder nachher zu wenig Sachen, die wir mittragen können. Muss ja auch mal ab und zu sein. Und jetzt ist wieder schon wieder etwas zerschmettert. Er kommt uns näher. Oh, schnell weg hier. Der hat ja mehr Glück als Verstand. Militäreinrichtung, Eingang. Ich muss sagen, dieser Raum mit diesen kleinen Reptilien und so weiter, erinnert mich immer an Jurassic Park. Genau. Ich glaube, das Feeling wollten sie auch ein bisschen einfangen, habe ich so das Gefühl. Das Symbol der dritten Energieentwicklung ist auf der Flagge. Das wusste ich damals nicht, was das bedeutet, weil ich ja erst den zweiten gespielt habe, bevor ich den ersten gespielt habe. Ja, da ist nochmal dieselbe Flagge. Im Großen und Ganzen. Das Dach ist zerstört und der Stahlrahmen verbogen. Die Tür ist blockiert. Du kannst hier nicht durch. Oh mein Gott, hätte ich das... Oh, ich hätte es niemals im Leben herausgefunden. Oh, warte mal. Was steht da? Das Symbol der dritten Energieentwicklung und der Name der Einrichtung sind darin abgebildet. Stadt der dritten Energie. Forschung. Edward City Militäreinrichtung. Nett, nett. Es ist ein Empfang. Es scheint, hier hat ziemlich lange niemand mehr gegessen. Ja. Auf dem Tisch liegt etwas, das mit Staub bedeckt ist. Du hast eine neue Dino-Datei gefunden. Seht ihr? Die findet man nämlich nicht so einfach. Und ich glaube, die habe ich in meinem ersten Let's Play nicht richtig gefunden. Datei Nummer 4? Wo habe ich denn die anderen Dateien gelassen? Oder, ja... Ich glaube, das hat schon seinen Sinn. Wir werden sehen. Wir kommen ja sowieso nochmal zurück. Hier ist auch ein bisschen Backtracking gefragt. Also so ist es nicht. Also, Tyrannosaurus Rex heißt der Junge. Bedeutung, tyrannischer Echsenkönig. Länge, 14,5 Meter. Höhe, 4,8 Meter. Beobachtungsbericht. Wie schon der Name ahnen lässt,
sind sie die größten Fleischfresser auf dem Festland der Kreidezeit. Sie haben einen starken Jagdinstinkt und sind ständig auf der Suche nach Beute, um ihren gigantischen Körper zu versorgen. Der T-Rex ist aufgrund seiner Unerbitterlichkeit absolut tödlich. Sobald er eine Beute erspäht hat, verfolgt er sie gnadenlos. Ein Soldat berichtete von einem T-Rex, der durch das Wasser schwamm, um seine Beute zu verfolgen. Ihre Wildheit ist legendär. Nachdem sie ihr Opfer wie ein Spielzeug behandelt haben, erledigen sie es mit einem einzigen tödlichen Biss. Kampfhinweise: Wir haben noch nie gehört, dass jemals ein T-Rex getötet wurde. Soldaten, die das bisher versucht haben, starben bei dem Versuch. Es gibt sehr wenig Daten vom Kämpfen. Man kann den Schluss ziehen, dass der T-Rex keine klaren Schwächen hat. Es wird gemunkelt, dass es eine Person gibt, die einem T-Rex entkommen ist. Sie war kein Soldat, sondern eine einfache Agentin. Tja, Regina. Angeblich war sie sehr attraktiv und ca. 20 Jahre alt. Ja, nimmt diese Info mit Humor. Ja. Man merkt, das haben sie mit Absicht versteckt, dass man es nicht so einfach findet. Aber okay. Finde ich ganz nett. Gucken wir mal. Ihr wollt ja noch mehr sehen, aber wie gesagt, wir werden alles schön machen. Militäreinrichtung, Korridor. Oh, habt ihr gesehen, da waren so Insekten. Gleich kommt so eine etwas ekelhaftere Stelle, die kenne ich noch. Dem Personal wird eine Nachricht zur Kenntnisnahme gesendet. Medizinische und ähnliche Versorgungsmittel sind aufgebraucht. Bitte kooperieren Sie beim Sammeln von wilden medizinischen Pflanzen, die medizinische Station. Im Übrigen, hier kommen auch später noch ein paar Gegner. So ist es nicht. Auch wenn es gerade ruhig ist. Medizinische Station. Oh ja. So. Hier hat es wieder dieses typische Resi-Feeling. Was haben wir denn hier? Unterlagen des Doktors. Heute ist wieder einmal der 14.11., der Tag, an dem der Zwischenfall mit der dritten Energie geschah. Und wir in dieser Zeit gestrandet sind. Dies ist nun der 10. Jahrestag und jedes Mal fühle ich mich so verzweifelt wie beim letzten Mal. Die medizinischen Versorgungsgüter sind alle schon im ersten Jahr verbraucht worden. Seitdem haben wir zum Herstellen von Medizin wilde Kräuter gesammelt, deren Auswirkungen ich nicht kenne. Sie wurden jedoch benutzt, um die Wunden der Soldaten zu heilen, da wir sonst nichts tun konnten, außer auf unsere Rettung zu warten. Warum sind sie nicht gekommen, um uns zu retten? Ich habe die letzten 10 Jahre über diese Frage nachgedacht und bin zu dem folgenden Schluss gekommen. Die Zeitverschiebung wurde durch den Overdrive der dritten Energie verursacht. Das heißt, sie waren also 10 Jahre jetzt hier. Deswegen ist auch alles so zugewachsen und ja, denke ich mir mal. Erforschung der Technologie war jedoch nicht weit genug, um die Folgen des Zwischenfalls wieder rückgängig zu machen. Selbst Jahre der Forschung würden nicht reichen. Ein Zeitfehler von 10 oder 20 Jahren ist angesichts eines Zeitsprungs von 65 Millionen Jahren unbedeutend. Aber dieser Fehler, diese Zeitdifferenz, könnte alles für uns bedeuten. Wir hätten niemals mit etwas so Gefährlichem spielen dürfen. Tja. Ja, da sagt ihr was, ne? Ich glaube, der Typ, der denkt das jetzt auch. Das Fleisch wurde vom Magen bis zum Bein abgerissen. Sieht so aus, als ob schon ein paar Jahre seit seinem Tod vergangen sind. Schon irgendwie widerlich, oder? Aber was anderes hat er nicht für uns. Schade. Er hätte ja mal Alter. Soweit ich weiß, Munition findet man so nicht. Es ist ein Schrank, in dem Medizin und Chemikalien eingefroren wurden, wollte ich schon sagen. Hier werden die allgemeinen medizinischen Bücher und Patientendaten aufbewahrt. Es wurden viele Symptome beschrieben, die zuvor nie beobachtet wurden. Interessant. Steht nochmal dasselbe. Ja, ich muss gucken wegen den Dino-Dateien, Leute. Außerdem wollen wir das chillig angehen, dieses Let's Play. Oh, was haben wir denn hier? Ist das dein Ernst? Oh, sowas regt mich ja wieder auf, ne? Oh. Konnten wir eigentlich... Ja, genau. Du hast Schlüssel erhalten. Ich fand hier die Schlüssel, die sahen immer sehr cool aus. Habt ihr es gesehen? Diese Maden oder was das da waren? Diese Insekten? Teile der Matratze wurden herausgerissen.
nicht gebissen, sondern gerissen. Auf ihrem Rest sind Blutflecken. Oh, Kollege, was ist mit dir? Er muss im Schlaf angegriffen worden sein. Es gibt kein Zeichen von Widerstand. Schon asozial, oder? Seid mal ehrlich, im Schlaf? Oh, das will ich mir gar nicht vorstellen. Von einem Dinosaurier geweckt zu werden, oh oh. So, wir können jetzt hier nochmal dran. Wie gesagt, lohnt sich jedes Mal, auch wenn wir nicht speichern wollen. Okay, die Waffe können wir uns immer noch nicht leisten. Heilung haben wir genügend. Das Problem ist, wir können hier nichts ablegen. Ja, finde ich schade. Ich meine, hier gab's... Oder gab's das später? Weiß ich gar nicht mehr. Munition, Werkzeug haben wir auch noch nicht. Ich würde sagen, wir sparen uns erstmal die Punkte und machen erstmal weiter, weil wir sowieso kaum jetzt großartig neue Punkte verdient haben. Militäreinrichtung, Korridor. Alter, ich habe... Oh, ich war nicht schnell genug. Junge! Okay. Ihr wollt es wissen, oder? Ja gut, ist ja gut. Dann benutze ich jetzt das kleine Medipack. Medizinische Station. Und dann kann ich das andere aufheben. Das war alles geplant, Leute. Daran habe ich direkt gedacht. Nee, Spaß jetzt beiseite. Ich konnte mir das schon irgendwie denken, deswegen... Lassen wir das. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen da bestimmt Gegner und dann kam schon der erste und es war zu spät, er war einfach zu schnell. Alter, wie viel? Nee, 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 wir sind schon wieder so ausgerüstet wie ein Pokémon-Center, sage ich immer so schön. Wie es aussieht, kommt jetzt nicht noch ein Gegner, wir gucken aber erstmal hier. Oh, das können wir sogar mitnehmen, Mittel. Aber ansonsten, viele kleine Versorgungsgegenstände liegen herum. Da steht immer dasselbe. Was ist hiermit? Sie ist elektronisch verriegelt. Vielleicht kannst du sie mit Reginas Elektroschocker öffnen. Ja, mit Regina müssen wir hier hin. Ihr merkt, ab und zu kommt man dann auch mit Regina an diesen Stellen oder Orten hin. Nicht schlecht. Kann man das anlabern? Nee. Schade. Dann konnte man nur dieses eine da anquatsel, also quasseln. Militäreinrichtung, Eingang. Jetzt fragt ihr euch, warum sind wir hier reingegangen? Wir sind hier reingegangen, weil wir einen Schlüssel wollten. Und hier sind diese grünen Viecher. Diese Velociraptoren. Keine Ahnung, ich habe den Namen jetzt schon wieder verpeilt. Aber okay, wir haben eine Dreier-Kombo hinbekommen. Alter, habt ihr das gesehen? Wäre ich nicht gelaufen... Im ersten Teil wären wir getroffen worden und hier konnten wir einfach ausweichen. Das ist der Vorteil. Und wir kriegen den Kein-Schaden-Bonus. Hier kann man sehr gut den Kein-Schaden-Bonus farmen, je nachdem, weil der Raum nicht so groß ist. Hier merkt man schon, hier ist etwas im Gange und zwar unser T-Rex-Freund. Und der ist auch schon direkt am Start. Es war knapp. Nein, wir müssen dahin, Leute. Wir müssen dahin. Los, lauf, gib Gas. Alter. Hardware-Lager. Ja. Oh ja, ich erinnere mich. Es ist eine Steuereinheit für die Tür. Sie wird gegen die Eindringlinge benutzt. Das blaue Licht leuchtet. Für die Bedienung wird ein Schlüssel benötigt. Genau. Werdet ihr jetzt gleich noch sehen. Ihr werdet es auch verstehen, warum. Im Regal stehen viele unbenutzte Computer. Nicht benötigte Materialien und Versorgungsgüter sind was in die Boxen geworfen worden. Oh, hier haben wir wieder etwas. Letzte Vorbereitungen. Alle Instrumente und Materialien werden morgen in die Forschungseinrichtung gebracht. Im nächsten Monat wird ein extensives Experiment im Zusammenhang mit dem Zeittor erfolgen. Es gibt nicht genügend Computer, um die Daten zu speichern. Wir brauchen alle verfügbaren Computer. Das Projekt zur Reparatur des Zeittors ist in eine Sackgasse geraten. Wir hoffen sehr, dass uns das Experiment wieder auf den richtigen Kurs bringt. Gebt heute alle Schlüssel der Forschungseinrichtung bei Leutnant Wolf ja, vom Transportteam ab. Die Schlüsselkarten werden in einer Kiste an der Wand dieses Raums aufbewahrt. Ca. 250 Leute wurden im letzten Monat in die Wohnbereiche von Edward City gebracht. Nun liegt es an uns, das Zeittor wieder zu öffnen.
Okay, hier steht leider immer noch nichts Brauchbares. Keine Dino-Datei. Warum auch immer. Ja, gut. Gehen wir mal hier dran, ne? In dieser Box scheinen wichtige Materialien gelagert zu werden. Ein rotes Licht leuchtet. Was macht das? Es leuchtet rot. Zum Öffnen brauchst du einen Schlüssel. So, den haben wir. Müssen wir auf Objekte gehen. Genau, auf Objekte, Schlüssel, natürlich. Du hast ID-Karte Forschungseinrichtung, denke ich mir mal. You have inserted an incorrect key. Trespasser confirmed. This room will be locked. Somebody answer me. David. Regina. Over. This is Regina. Over. Regina, I'm trapped. I'm at the military facility. I need your help. Over. Did you swing your precious machete around? Well, I guess I can help you out. Over. Good. Okay. I'll put a key in front of the door as a mark. Don't let me down. Over and out. Doc, Anlegeplatz. Oh ja, Regina. Die rote Zora. Ja, die Missionsdaten wurden aktualisiert. So, Missionsdaten. Prioritätsmission. Befreie Dylan aus der Militäreinrichtung. Oh mein Gott, werden wir es schaffen? So, der Part wird ein bisschen länger. Liegt also daran, weil wir jetzt noch nicht speichern können und ich möchte gerne speichern. Ihr seht schon, wo wir hin müssen, beziehungsweise wo wir uns aufhalten. Ich muss jetzt erstmal gucken. Wir haben nämlich mit Regina andere Waffen. Ja, in der Tat. Ja, wir haben erstmal eine normale Knarre. Später gibt es eine bessere Waffe mit ihr, beziehungsweise eine Doppelwaffe, könnte man so sagen. Und wir haben auch relativ gute Items. Wir haben, ja, diese Datei. Ach, ich meine Objekt. Datei. Ja, müssen wir erstmal damit zurechtkommen. Was anderes bleibt uns ja eh nicht übrig. Schauen wir mal. So, konnten wir das hier anlabern? Nee, können wir nicht. Es will nicht von uns angelabert werden. Sie ist elektronisch verriegelt. Vielleicht kannst du sie mit Reginas Elektroschocker öffnen. Ja, das können wir, in der Tat. Genau, so sieht das aus, wie so ein Laserschwert. Müssen allerdings aufpassen, ich weiß jetzt noch nicht, ob jetzt hier schon Gegner kommen. Genau, hier die Stelle, da können wir später nochmal durch. Dann muss man nochmal zurück, da muss man sich echt überlegen. Weil, ja, das wird irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendein Dinosaurier macht das kaputt oder so in der Richtung. Wir gehen jetzt aber erstmal hier lang, sobald das überhaupt funktioniert. Oh, wir haben grünes Licht. Doc, Trägerplatz. Moment mal. Nein, wir waren, glaube ich, richtig. Aber wenn es einmal aktiviert ist, ist es aktiviert. Dann müsste das ja eigentlich dann auch aktiviert gewesen sein, wenn wir dann Dylan sind. Aber, ja. Muss ich das jetzt verstehen? Nein, ne? Okay, er hat leider nichts für uns. Hier. Das können wir zum Beispiel mit ihrem Elektroschocker leider nicht machen. Das wollte ich euch mal kurz gezeigt haben, beziehungsweise ich war mir selber nicht mehr sicher, ob wir da durch können oder nicht. Darum habe ich das jetzt einfach mal gemacht gehabt. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte da doch irgendwie eine Dino-Datei sein. Das wäre blöd, wenn wir es irgendwie verpassen würden. Aber wie gesagt, die Schauplätze in dem Teil fand ich auch sehr cool. Genauso wie im ersten Teil. Aber der dritte, der würde mich schon brennend interessieren, den mal zu zocken. Doc, Hängebrücke. Hier gibt es, glaube ich, auch eine Dino-Datei. Genau, hier gibt es diese kleinen Dinos, die hauen erstmal ab. Was haben wir hier? Du hast eine neue Dino-Datei gefunden. Allosaurus. Ja. Warum wohl?
Bedeutung: seltsame Eidechse, Länge 8,5 Meter, Höhe 3,0 Meter. Beobachtungsbericht: jeder, der auf diese mächtigen Dinosaurier trifft, ist überwältigt. Sie sind über 8 Meter groß und können mit Leichtigkeit über Hindernisse bis zu 2 Metern springen. Keine Beute entkommt ihnen, dieser Dinosaurier wird dir eine Menge Angst einjagen. Oh ja. Ihre Beute beschränkt sich nicht nur auf Pflanzenfresser, sie fressen auch kleine Fleischfresser. Du solltest dich vor dem Allosaurus in Gegenden in Acht nehmen, wo es Raptoren gibt. Der Allosaurus ist auch bei der Jagd in Herden beobachtet worden. Wir gehen davon aus, dass es viele davon gibt. Kampfhinweise: sie positionieren sich immer so, dass sie in der... dass sie den Angreifer anschauen. Wahrscheinlich, weil ihr Kopf so stark gepanzert ist. Ein Schuss auf den Kopf ist ineffektiv und verletzt sie kaum. Es ist schlauer, sich auf ihre Seite zu bringen und seitlich in den Bauch zu... in den Bauch zu zielen. Sie sind jedoch sehr schnell und es wird schwierig sein, sie seitlich zu erwischen. Falls dies nicht möglich ist, benötigst du eine Waffe mit hoher Feuerkraft. Genau. Das ist auch sehr wichtig, dass man das mal so durchliest, weil hier sieht man auch, die haben auch Schwachstellen. Und hier unten ist unser Tyrannosaurus Rex, unser Freund. Der zieht gerade Leine, der hat keinen Bock mehr. Der denkt sich so, oh, Dylan ist eingesperrt. Der kommt erst später. Mach mal so lange ein bisschen, ja, Radau noch woanders. Ja, der einäugige Bandit oder wie auch immer. Einarmige, meine ich. Ach, ich verwechsel das immer. Dschungel, Südroute Nummer 1. Also die Waffe ist relativ schnell. Oh, wir haben zwei getötet. Also, sie ist wirklich relativ schnell, aber sie macht nicht sehr viel Schaden. Oh, Alter. Das war vielleicht ein Konter-Move. Nein! Oh, boah, Junge, was war das denn? Wie hat der... Boah, der hat uns aber krass gepackt. Das Problem ist an dieser Waffe, dass sie schnell leer wird. Komm schon. Wow, sogar eine Vierer-Kombo noch hinbekommen. Dschungel-Südroute Nummer 2. Alter, ich bin sogar extra schon zurückgegangen. Ihr habt's gesehen, aber es hat nicht gereicht. Er hat mich trotzdem erwischt. Komm, bleib auch schon liegen, wenn du da am Liegen bist. Wir müssen aufpassen. Oh, das war ein richtig krasser, kritischer Treffer. Man sieht es, glaube ich, wenn das Blut immer so krass rausgespritzt kommt. Oh, der wollte gerade springen. Ein Konter, Leute. Das hat ihn sogar direkt umgebracht. Wenn man diese kleinen Mistviecher, diese Insekten da, diese Libellen oder wie auch immer die heißen... Wenn man sie trifft, ihr habt gesehen, sie hat sie anvisiert, dann kriegt man, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte, es waren schon einige. Sieht aus wie ein sehr altes Schild, Militäreinrichtung, geradeaus, Raketensilo, diese Route wurde aufgrund ungewöhnlichen Giftpflanzenwachstums geschlossen. Es ist geplant, die Pflanzen zu Beginn der nächsten Woche niederzubrennen. Genau, da sollten wir noch nicht hingehen, da müssen wir nämlich erst eine bestimmte Waffe haben und ja... Da brauchen wir auch noch ein gewisses Objekt, ein Item. Damit wir uns da quasi fortbewegen können. Das macht jetzt erstmal keinen Sinn. Ich muss jetzt aber ein bisschen mal, ja, Gas geben, weil ich sehe gerade von der Zeit her, ich möchte echt nicht über 30 Minuten so krass kommen. Passage zur Forschungseinrichtung. Ja, wir kommen unserem Ziel so langsam aber sicher näher. Oh nein, ja. Bei solchen Stellen oder Szenen, finde ich, hätten sie doch wenigstens einbauen können, diese Action-Quicktime-Events oder wie auch immer, wie im ersten Teil, wenn sie das schon mal gemacht haben. Warum ich diesen netten Herrn jetzt ignoriere, das hat einen bestimmten Grund, weil...
Mit dieser Waffe ist er wirklich fast unmöglich. Forschungseinrichtung hinten. Also, was heißt unmöglich? Man kann ihn besiegen, aber man verbraucht so gut wie alle Munition. Ich meine, im damaligen Projekt, beziehungsweise Let's Play, ist mir das sogar passiert, dass ich kaum noch Munition hatte. Und ihr seht, ich habe nicht mehr viel. Man muss ihn zwar von der Seite angreifen, aber wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Und keine Sorge, der kommt noch oft genug. Und es muss eine Art, was? Gastank gewesen sein. Er ist bereits leer. Nee, aber damit ihr schon mal wenigstens wisst. Was? Was stand da? Da liegt ein Kleidungsstück. Unter ihm befindet sich medizinische Dinge. Oder, ja, befinden sich medizinische Dinge. Oh ja, kommt her. Oh nein. Ja, es wird so ein Part ein bisschen mehr mit Dinos beschäftigen. Alter, ich bin extra nach vorne gegangen. Und könnt ihr euch jetzt vorstellen, auf schwer wäre ich jetzt schon quasi fast ein One-Hit gewesen. Ja, nee, ist klar, übertreibt man nicht. Boah, ich hasse es, wenn man nur diese Knarre hat mit Regina, ne? Ja, nee, ich hab Gefahr, Leute. Alter. Jetzt reicht es mir aber. Ihr merkt schon, so ein Mittelding heilt schon eigentlich, ja, wirklich fast komplett. Konnte man hier irgendwie noch was anquatschen oder so? Ja, klar. Boah, ich hasse diese Saurier, ne? Komm her. Oh, warum können wir nicht eine bessere Waffe haben? Die ist so ätzend. Wow, wir haben einen Konter geleistet, aber er hat trotzdem überlebt. Ja, Gott sei Dank, er liegt. So, jetzt geht er ganz schnell runter. Ja, man merkt, da kann man leider noch nicht rein. Da muss man Dylan sein. Oder wie der nette Herr nochmal heißt. So, bevor ich das jetzt alles mache, gehe ich jetzt erstmal hier rein. Sicherheitskontrollraum. So, weil ich ja hier keine Safe States setzen kann, leider. Ja, wie soll ich sagen? Ich suche jetzt hier nichts ab. Ich hoffe, dass ihr seid mir nicht böse drum, weil das würde jetzt Zeit fressen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir speichern jetzt. Mal gucken, konnte ich noch einen zweiten Speicherstand machen? Bitte, bitte. Ah, Gott sei Dank. Korrekt. Falls es mal sein sollte, dass mal wieder irgendwie ein Fehler passiert oder so. Muss ja nicht sein. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part geht's weiter. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und chat wieder ein, wenn es wieder heißt Survival Horror Time mit Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen.